Ei, ich habe mit Torus geredet. Er hat gesagt, wenn du kein Gefällt mir ausrückst, soll ich dir einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. So, bald geht's los. Na dann mal viel Spaß dabei. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Ich. Was willst du hier? Wer ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, ich wäre der Bauer? Wer ist der Kerl? Oh, ich kann den Kerl nicht leiden. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Verstehe. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Bilder. Woher weißt du das? Naja. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Also, woher weißt du das? Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Mir? Kannst du vielleicht was vormachen? Aber Innos kennt deine Taten. Und wer ist das? Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, beruhige dich wieder. Innos ist der erste und oberste Gott. Ja, ich bin keiner der abtrünnigen Sektenspinner aus dem Sumpflager. Erzähl mir also nichts über Innos. Also gut. Innos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. Moment mal. Das macht doch Dvatras, einer der Wassermagier, eigentlich. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Nee, lass mal, kein Interesse. Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. So viel habe ich nicht. Ich hatte Glück, schätze ich. Tja, mal sehen. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Ich habe gehört, was du für Edda getan hast. Ich trainiere dich umsonst. Das ist kein Training. Adanos aber sah... Lass mal stecken. ...dass so nichts sein konnte. Jetzt hör aber auf mit diesem Unsinn. Kein Licht und keine Dunkelheit. Mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Das ist ja toll. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere, und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Und der Mensch erschlug das Tier, und es ging ein in Belias Reich. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Wie geht es nun weiter? Naja, wir werden sehen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder?